Hi und herzlich willkommen zurück zu The Forest. Bewertet auf jeden Fall wie immer den Part und ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. So, da wir am Ende der letzten Folge, beziehungsweise was heißt am Ende, die ganze letzte Folge in der Höhle unterwegs waren und wir einiges an Zeug jetzt haben, nämlich hier die ganzen Erdkanister, den Rebriefer und die neue Axt, werden wir uns die Folge mal wieder mit etwas, ja, Bauen beschäftigen. Und zwar, ich habe mal in den Kommentaren etwas nachgeschaut. Ihr hattet auch vorgeschlagen, ich sollte hier so eine Art Plattform rüber machen zu meinem Baumhaus, damit ich da dann, rüberlaufen kann und nicht ständig dann dahin kraxeln muss. Und das war eigentlich eine ganz gute Idee und ich denke mal, das werden wir, beziehungsweise das werde ich jetzt auch in der Folge machen. Und als erstes überlege ich mir mal, wie ich hier die Plattform am besten platzieren werde. Ich habe mir das so überlegt, man könnte ja hier wieder so eine Custom Foundation bauen. Oh Gott, nein! Ich bin heute geflogen. und zwar circa auf derselben Höhe wie meine jetzige. Und ich könnte dann hier so, ja, bis hierhin circa ziehen, also bis zum Ende dieses, oder bis zum Anfang dieses Baumhauses. Und dann hier am Rand so eine Art, so eine Stufenplattform, wie hier von dem Hügel auf meine jetzige Plattform. Ich denke, das würde eigentlich auch ganz gut funktionieren. Ich werde es einfach mal austesten, um zu schauen, ob das denn klappen würde. Und ich habe mir das jetzt circa so vorgestellt, bis hierhin noch eine, ja, sozusagen extra Plattform. Ich muss mir nur kurz mal eine ordentliche Position suchen, dass es ja nicht in das andere, in das Baumhaus hier rein, ja, gebaut wird. Sollte aber circa so passen. Ja, oh Gott, nein. Oh, ich bin runtergefallen. Irgendwie habe ich es heute wirklich mit dem runtergefallen. Und dann circa hier so eine Breite, dass ich da auch den schönen Weg auf der Seite lang machen kann. Sollte auch so circa passen. Ja, ich baue das jetzt einfach mal hier hin. Steht es irgendwie zwar mitten im Weg drin. Oder vielleicht mache ich es doch nicht ganz so breit, sondern so, dass ich den Weg noch für mich habe. So circa? Sieht das nach was aus? Ja, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Und dann circa hierhin. Ja, nein, nicht so in der. Ja, so sieht das doch mal ganz gut aus. Und ich könnte das natürlich jetzt noch weiter craften, aber an sich sieht das eigentlich gut aus. Ja, gefällt mir. Achso, ich muss das natürlich noch zubauen. Und zwar so irgendwie. Ja, genau, perfekt. Jetzt haben wir hier wieder eine schöne Plattform. Und von der Plattform oben habe ich mir überlegt, dann hier einfach so eine Art Weg-Counter zu machen zu meinem Baumhaus. Ja, das machen wir doch. Und deswegen heißt es jetzt auch mal gleich Bäume fällen. Und, ach ja, bevor ich hier irgendwas mache, werde ich mal den Stick hier mitnehmen und dann hier oben auf meiner Festung sozusagen mal einen Water Collector hinbauen, damit, falls ich belagert werden sollte, und hoffentlich es auch mal regnet, ich hier auch Wasser habe. Und ich will den, okay, ich will den doch so haben. Ja, genau. Den stelle ich, ja, hier so direkt neben das Feuerchen. Perfekt. Ja, so. Und ich habe Gott sei Dank den Schildkrötenpanzer dabei. Deswegen, ja, passt das auch ganz gut. So, und als erstes werden hier natürlich gleich wieder mal die Bäume gefällt, damit wir da auch genug Holz haben. Das geht jetzt mit unserer neuen Axt relativ flott schon. Gott sei es gedankt. So, und ich baller jetzt gleich mal die ersten Baumstämme in unsere neue Plattform rein. Und dann werde ich mir natürlich wieder hier meinen wunderbaren Wagen nehmen. Und ja, mit dem einfach ein bisschen Holz transportieren. Und bis es soweit ist, ich werde jetzt einfach mal hier ein paar Bäume fällen, weil ich ja ein wunderbarer Holzfäller bin. So, und der erste
Wagen ist jetzt mittlerweile schon mal voll, den werden wir auch gleich runter transportieren. Beziehungsweise ich kann ja eigentlich auch hier drüber fahren. Haben wir ja schon herausgefunden in einer der letzten Folgen. Finde ich eigentlich relativ nice, muss ich sagen. Da ich ja von hier oben das auch ganz gut reinballern kann. Und dann mal rein mit euch. Ihr wunderbaren Holzstämme. So, ich brauche noch 42 Stück. Okay, das könnte durchaus noch ein paar Minütchen dauern. So, und die zweite Ladung habe ich jetzt auch gleich mal reingeballert. Und da wir wieder etwas Ausdauer regenerieren müssen, werden wir uns hier mal gemütlich auf unsere Bank setzen. Und den wunderschönen Ausblick genießen. Und hier sieht es auch aus, als würde es bald mal regnen. Das ist natürlich gut für uns, weil wir dann unseren Water Collector verwenden können. Ach ja, was mir als... Oh Gott, ich bin gerade voll in der Wand festgebackt. Was ich eigentlich sagen wollte, was wir auch noch brauchen, ist diesen Small Garden, damit wir es anpflanzen können. Die Frage ist, ob ich... okay, ich habe Cornflower Seed, Aloe Seed und Blueberry Bush Seed. Also Blaubeeren, Aloe Vera, Cornflower. Habe ich auch dieses Mary... Wie ist das Zeug? Mary Gold? Habe ich nicht, wie es aussieht. Schade. Das brauche ich natürlich auch, aber ich werde dann später mal hier und hier, glaube ich, zwei so Gartenbeete noch hinballern. Und zwar, ich platziere die einfach mal. Ich habe mir das so vorgestellt. Hier eins und direkt daneben eins, obwohl das passt. Irgendwie, aber das geht sich nicht ganz so aus, wie ich mir das vorgestellt habe. Wie mache ich das denn am besten? Weil wenn ich eins dahin stelle, dann ist das zweite etwas über der Kante. Ich platziere mal das erste. Und wenn ich das zweite jetzt etwas ins erste platziere, so habe ich mir das vorgestellt. Ja, das funktioniert doch. Ja, okay, so machen wir das. Dann können wir dann endlich mal was anbauen. Ist natürlich auch gut für uns, weil wir dann sozusagen auch etwas nach... Ja, wie nennt man das? Wir gehen auf jeden Fall nicht ganz so schnell zugrunde. Und ich denke mal... So, wenn man einen eigenen Garten hat, das ist doch immer eine gute Sache, weil man dann nicht auf andere Sachen angewiesen ist. Und ja, falls mal mich die Zombies bzw. die Ureinwohner hier belagern, dann kann das sicherlich mal ganz nützlich sein. Was ich mich eigentlich auch immer schon gefragt habe, ob die Ureinwohner eigentlich auch über die Treppen laufen können. Da bin ich ehrlich gesagt etwas überfragt. Ich habe hier im Lager hatte ich ja schon eine lange Zeit keine Ureinwohner mehr, die mir dann auch nachgelaufen wären auf meine neue, wunderschöne Plattform. Deswegen kann ich das nicht ganz so gut beurteilen. Und ich habe es auch noch bei keinem anderen, glaube ich, gesehen, dass die irgendwo Stufen hinaufgelaufen wären. Das wäre echt mal interessant zu wissen. Weil wenn die nämlich keine Stufen rauflaufen können, dann bin ich da eigentlich ziemlich sicher auf meiner wunderbaren Plattform. So, bevor wir hier weiterbauen mit unserer Plattform, werde ich mal kurz die zwei Blumenbeete hier machen. So, Nummer 1 ist fertig und Nummer 2 auch, perfekt. Und ich kann hier... Ja, ich kann hier alles anpflanzen, perfekt. Okay, ich habe gerade alles in ein Beet gepflanzt. Ich glaube, das ist nicht ganz so schlau gewesen. Ich hätte vielleicht die Blaubeeren in ein anderes Beet pflanzen sollen, aber egal. Das Schöne ist, ich habe ja jetzt auch diesen Pouch, also diesen Behälter, wo ich die Blaubeeren sammeln kann. Der wird sicher nochmal ziemlich nützlich sein, denke ich mir. So, und die restlichen hier baller ich mal da rein. So, ich habe mal eben ganz kurz eine Runde geknackt, weil es schon, sehr finster war. Und dann wieder Bäume nachwachsen. Deswegen zahlt sich das Schlafen mit dem Spiel sogar ausnahmsweise mal aus. Und damit wir hier natürlich nicht verhungern und verdursten, gönne ich mir gleich mal was. Ich könnte hier... das lasse ich lieber noch, das Wasser hier unten. Und das wollte ich eigentlich gar nicht machen, sondern das hier. Dann nehme ich mir das Ganze... Okay, ich habe keine... ich kann keine Sticks mehr carryen. Dann balle ich mal hier so um die 10 Stück rein, damit ich wieder ein paar mittragen kann.
So, und ja, falls ihr mir fragt, warum ich gerade mit Hälfte circa reingeballert habe, damit ich immer ein paar Sticks auch dabei habe, falls ich mal spontan irgendwas bauen muss, kann man ja schließlich nie wissen. Lol. Hä? Okay. Okay. Warum okay? Das habe ich gerade nicht verstanden. Egal, machen wir das Ganze hier herum. Okay, das funktioniert auch. Oh, sieht das ganze Wasser. Geil. Und dann machen wir mal hier unsere Plattform fertig. Wir brauchen noch circa 2 Fuhren. Dann haben wir hier alles fertig. So, und das sind jetzt offiziell die 2... Lol. Okay, so war das jetzt eigentlich nicht geplant. Ich wollte das eigentlich jetzt so machen und 1, 2. Perfekt, meine wunderbare, ich nenne es mal Zweitplattform, ist jetzt endlich fertig. Und ich werde euch das jetzt dann mal zeigen, wie ich mir das vorgestellt habe mit der Treppe. Und zwar werde ich die erstmal hier, wenn ich sie denn finden würde, Storage, Custom Building. Und zwar Custom Stairs brauchen wir da. Wie mache ich die so? Ja. Ja, das sieht doch ganz gut aus. Und zwar habe ich mir gedacht, die hier so entlang am Baumhaus. Nicht wirklich ins Baumhaus rein vielleicht, aber so am Rand. Ja. Ja, das sieht doch gut aus. Dann hier so eine kleine Zwischenplattform. Und dann... Okay. Das klappt gerade nicht ganz so, wie ich mir das vorstelle. Nein, auch nicht nach oben, wenn's geht, irgendwie. Wie mache ich das denn am besten? Nach oben nicht, aber hier so. Und jetzt drehen? Klappt auch nicht ganz so, wie ich mir das gedacht habe. gar nicht so einfach von hier unten das alles zu machen. So. Okay, nee, das schon mal nicht. Das auch nicht. Ich werde einfach jetzt nur mal hier noch ein paar Stufen dran bauen. Und zwar circa. Ach Gott, ich weiß nicht, wie viel und wie genau ich das jetzt machen soll. So? Ja, ich denke, das reicht für den Anfang. Sollte das reichen? Oh, ich bin mir so unsicher. Nee. Ich baue das nochmal neu, ganz kurz. Okay, ich werde da einfach nicht zufrieden damit. Ich denke, das wird dann das Projekt für die nächste Folge. Hier haben wir doch einiges auch weitergebracht mit unserer neuen Plattform. Und nicht zu vergessen, unsere hübschen Blumenbeete, wo auch schon das erste Zeugs wächst. Ich kann das hier schon ernten. Perfekt. Pflanze ich gleich wieder was rein. Und ja, dann würde ich sagen, war es das für die Folge The Forest. Ich hoffe natürlich, wie immer, sie hat euch gefallen. Lasst mir auf jeden Fall eine Bewertung da. Und ich bedanke mich fürs Zusehen. Hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Und ich würde sagen, bis dahin. Ciao.